Der Leidensweg, den Jesus aus Nazareth vom Passafest nach Jerusalem ging, durchs Jordantal und dann über Jericho zur hochgebauten Stadt hinauf, dem Wohnsitz Gottes mit dem gewaltigen Tempel aus Marmor und Gold, der Weg war kurz und folgenreich zugleich. Ein Weg zunächst, den der Zimmermannssohn mit Tausenden teilte, die in diesen Tagen des Auszugs aus Ägypten und damit des Anfangs ihrer Geschichte gedachten, auf freiem Feld übernachtend, in Zelten, in bescheidenen Hütten, bei hochmögenden Freunden. Für Jesus aber war es auch ein Weg, der in den Tod führen sollte, ans Kreuz. Die Schädelstätte, das Ziel einer Pilgerfahrt, die inmitten der grünen Hügel Galiläas begann und auf einem kahlen Bergrücken enden sollte. Die Begegnung zwischen dem einen, den nur wenige kannten in der von Menschen wimmelnden Stadt, und den Pilgerzügen hatte unter freundlichen Zeichen begonnen. Man grüßte einander, es wurden Lieder gesungen, Zweige auf die Wege gestreut. Die Liturgie galt Gott und nicht dem Mann aus Nazareth, von dem nur eine winzige Gemeinde glaubte, er sei der Messias. Der Ritt auf dem Esel, der Versuch, im Tempel Ordnung zu stiften und die Geschäfte ringsum auf das eine, allein Gültige zu richten, das Gebet vorm Heiligsten, alltägliche Begebenheiten waren das damals, als das große Fest begann. Juden und Römer, fromme Wächter und Besatzungssoldaten hatten in ihren Wachbüchern nichts als das Übliche zu notieren, kein Vorkommnis besonderer Art. Und doch geschah etwas Ungeheures in diesen Stunden. Ein Mann, Jeschua, der Zimmermannssohn, verkündete, dass, wie bald, das Wunder über allen Wundern, der Tempel in Schutt und Asche versinken werde. Das diamantene Zeichen, das auch an diesem Tag hoch zum Ölberg hinüberleuchtete, ein Nichts werde es sein. Ich sage euch, und das ist wahr, hier bleibt kein Stein auf dem anderen, alles wird niedergerissen. Die Schreckensmale des zerberstenden Tempels, ein Zeichen, das die große Wende andeutete. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond nicht mehr leuchten. Die Sterne fallen herab, die Himmelsmächte beginnen zu zittern und das Zeichen des Menschensohnes wird am Himmel erscheinen. Nicht Jesu Taten, der Eselsritt und die erhobene Geißel im Tempel, seine Worte, die Prophetie eines Juden inmitten der Juden, beschwören in den Tagen des Fests die kommende Not. Israel, ein Gespött seiner Feinde. Wehe den Schwangeren, wehe den stillenden Müttern, betet, dass ihr nicht im Winter fliehen müsst oder am Schabbat. O schwere Not, Not, wie sie größer nicht war vom Anfang der Welt bis zum heutigen Tag und größer nicht sein wird.